So, moin Leute, herzlich willkommen, neue Folge. Wir haben jetzt hier ein bisschen länger Regenpause gehabt und jetzt versuchen wir uns heute mal in den Erbsen. Jetzt hat er hier auf dem Herweg schon genieselt, ein bisschen beeilen hier und müssen gucken. Also die stehen wirklich sehr dünn, gucken wie gut wir die jetzt hier wegkriegen. Also, ich habe das letzte Mal, um ehrlich zu sein, hat Detlef Erbsen gedroschen und da hatten wir noch einen Fiat Laverda. Also, das ist schon eine Weile her, sage ich euch so, wie das ist, dass wir das letzte Mal Erbsen gedroschen haben. Und man muss ja erstmal gucken, dass man die ganzen Pflanzen, man muss natürlich super tief dreschen. Mehr mit der Haspel arbeiten, damit wir da so nach oben ziehen können. Und dann schauen wir mal, was wird, ne? Ich habe doch hier noch so einen Auflagedruckmodus. Schauen wir mal, wie der läuft. Ob der eventuell ein bisschen besser geht. Aber jetzt ruft natürlich wieder jemand an. So, wir dreschen jetzt hier einmal gleich mal eine Fahrgasse hoch und gucken, wie das läuft. Also mit Auflagedruck scheint das erstmal zu gehen von der Sauberkeit. So, was ich jetzt natürlich nicht will, dass die jetzt noch weiter ausgrünen hier, ne? Wie ihr das ja hier schon seht. Jetzt kommen natürlich langsam so die Gräser durch, ne? Jetzt reifen die ja ab. Dann machen die ja Platz für mal einmal gucken gehen. Anscheinend läuft der Verteiler nicht schnell oder nicht richtig. Moment, ich bin gleich wieder da. So, keine Ahnung, der ist irgendwie komischerweise nicht mit angelaufen. Sollte jetzt aber wieder funktionieren. So, also wir müssen natürlich richtig flach und tief ernten. Also nahezu 1-2 cm über dem Boden wegschneiden. Das ist natürlich eine Herausforderung für sich. Also wir waren letztens bei der AKF bei dem Thema Draper-Schneidwerke. Hier können Sie die kompletten Vorteil ausschöpfen. So, also ertraglich, Leute, habe ich mich mal ein bisschen umgehört. Jetzt hier meine Nachbarbetriebe haben auch schon ein bisschen Erbsen gedroschen. Und da war das fürchterlich. Die haben gedroschen zwischen einer Tonne und 1,5 Tonnen. Und tatsächlich auch Bestände, wo ich gedacht habe, oh, die stehen aber stark. Also die dichten Erbsenbestände, die hatten anscheinend wirklich sehr, sehr wenig Schoten dran. Ne? So, hier ist natürlich richtiger Quäckebestand. Hiernach kommt Raps, dass wir uns die Quäcke da nochmal richtig zu Gemüte führen können. Also wirklich Bestände, wo ich gedacht habe, oh, die stehen aber stark, die Erbsen. Die haben dann ganz schlecht performt. Mir hat einer geschrieben aus Bayern, weil wir das Thema letztens im Podcast hatten.
Da waren es 0,6 Tonnen pro Hektar. Mal gucken, hier sagt er jetzt hier 1,4 Tonnen auf dem Hektar. Also da bin ich ja, obwohl die so dünn sind, gar nicht so viel schlechter, ja. Aber meine 2 Tonnen auf dem Hektar wären es dann doch nicht. Ein paar Erbsen liegen unten. Ich denke mal, die Erbsen, die wirklich sehr tief über dem Boden hängen, da werden wir die Schoten halt durchschneiden. Ne? Ah, die sind aber hier schon sehr, sehr dünn. Also da müssen wir für nächstes Jahr dran arbeiten, wenn wir die Erbsen direkt satt machen, dicker sehen, besseren Feldaufgang hinbekommen. Gut, das waren hier auch bei sehr feuchten Bedingungen. Da habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert. Aber das ist so, wenn man da mal einen Vorführer kriegt, da kann man nicht so wählerisch sein, ne? So, angeblich feuchte 11%. Oh, schön große Erbsen hier. Oh, hier ist das aber ausgegrünt mit der Quecke. Aber da haben wir ein bisschen gelernt. Das kriegen wir besser hin. Wir sind total, sogar 1,7 Tonnen auf dem Hektar. Passt eigentlich immer sehr, sehr gut. Wir werden da gleich mal mit dem Überladewagen gegenwiegen. Aber da muss ich sagen, da muss ich mir Holland wirklich mal Lob aussprechen. Also die Ertragsmessung an sich, da sind die schon richtig stark. Also da haben wir teilweise mal auf 100 Tonnen eine halbe Tonne Abweichung. Das können sie wirklich. So. Vorteil ist natürlich, wenn wir jetzt so tief hier dreschen, der Boden ist natürlich schön fest, ne? Der schiebt sich nicht auf durch die Direktsaat. Ich meine, das hier sieht ja alles andere als toll aus, um ehrlich zu sein. Gerade hier ist wirklich sehr, sehr viel Quecke. Aber das ist etwas, was ich letztes Mal... Ah, hier hätte ich mit dem Gräsermittel noch zwischenfahren müssen, wirklich. Aber das ist etwas, was ich letztes Mal auch gesagt habe. Vielleicht dieser dünne Bestand hat doch mehr Schoten angesetzt. Weil viele haben berichtet, diese richtig üppigen, fetten Erbsenbestände, die haben teilweise nur eine Schote mit 3 Körnern dran gehabt. So, hier haben die Wildschweine gewühlt. Ich habe jetzt, die Jungs von New Holland haben mir jetzt hier einen NIR-Sensor drin verbaut. Deswegen ist meine Übersicht jetzt ganz anders, aber aktuell zeigt der Ertrag an 1,6 Tonnen auf dem Hektar und durchschnittlich sind wir bei 1,7. Ach, das weiß ich gar nicht. Soll das wirklich so sein? Die werden natürlich noch gereinigt. Hier sind sie schon dreckig. Oben die 4 Hektar, die stehen deutlich dicker und besser, muss man sagen. So, in 2 Stunden soll das auch regnen. Ich habe auch keine Drohne mit, Leute. Ich muss mich da auch wirklich hier ein bisschen konzentrieren. Ich habe auch keine Drohne mit. Hier diese ganzen, das ist natürlich auch die Problematik hier. Das bringt uns jetzt so ein bisschen Feuchtigkeit rein. Wir haben ganz schlechtes Erntewetter momentan. 20 Grad am Tag und ja, seht ihr ja selber, dann hast du hier noch Gräser drin, die, wenn die jetzt durch den Rotor gehen, verlieren die natürlich Pflanzensaft. So, ich dresche mal gleich hier nochmal einmal wieder hoch, dann nehme ich mal nochmal eine Probe.
Ich kann mir vorstellen, dass dann fast ein bisschen zu nass sein könnte, wird. Aber ihr seht ja selber, je länger man jetzt hier wartet, desto weiter grünt das aus. Obwohl ich mit den ausgrünenden Erbsen hier nicht der Einzige bin, wirklich. Also einen Betrieb habe ich jetzt gesehen, da ist ultra krass Melde und Dings zwischen. Kamille. Was hier ein bisschen schön an der Fläche ist, die ist sehr steinfrei. Aber ich will es nicht beschreiben. Ein paar sind hier drauf, die haben wir eigentlich abgesammelt. Und durch die Direktzeit holen wir ja keine neuen hoch. So, momentan Ertrag, sagt er hier, 2 Tonnen auf dem Hektar. Kann ich eigentlich gar nicht glauben. Es sind natürlich auch ein paar grüne Erbsen mit bei, aber das kriegen wir jetzt hier nicht mehr raus. Wenn wir jetzt warten, bis die reif sind, ist der rechts halb vergammelt. So, was viele gesagt haben, zum Beispiel die Stängel vom Mais, da werde ich schön Spaß mit haben und das wird gar nicht klappen. Ihr seht, die sind gar nicht schlimm. So, erstmal das Gehäckselte bis zum Rand schmeißen hier. Ein bisschen schmaler. Ich werde das mal gleich bei Detlef auf den Hänger schmeißen und mal einmal gegenwiegen, um zu gucken, ob das stimmt, was wir hier haben. Kann ich euch mehr dazu sagen. Dann hole ich euch gleich nochmal dazu. Also wie gesagt, Drohne habe ich jetzt erstmal nicht. Regen ist ja, also wir haben heute den 26. Juli, ein Mittwoch. Jeden Tag Regen, also aber auch wirklich so viel, dass man sich ärgert, weil man nicht dreschen kann. Und so wenig, dass es nichts für Sonnenblumen und Mais ist. Mal 1 Millimeter, mal ein halber, mal 2, mal 4. Aber es ist nicht so, wenn wir jetzt mal 4 Tage dauerhaft Trockenheit haben, dass man sagt, yo, dafür reicht das Wasser, ne? Also sobald dann Sonne ist, wieder ein paar Stunden am Stück, drehen sich die Blätter auf dem Sandberg beim Meistern wieder ein. Also soll jetzt die Tage ein bisschen mehr werden. Ab heute 7 Tage Regen. Und da könnt ihr glauben, die Quecke ist bis dahin so dicht, da kannst du den ersten Schnitt dann machen. Gleichzeitig verlieren wir natürlich jetzt aber auch schon Qualitäten im Weizen. Die Fallzahl, also die Stärkestabilität, ist das Erste, was da massiv runtergeht bei. Muss sein, es drischt sich aber auch hervorragend. Hier ist schön glatter Acker, schön fest vor allen Dingen durch die Direktsaat, sodass ich da wirklich schön tief wegmähen kann. Also ich mähe jetzt, weiß ich, würde ich fast sagen, 3-4 Zentimeter. So angeblich geht es jetzt hier gerade auf 3 Tonnen auf dem Hektar hoch. Verrückt, wenn das so wäre. Ich weiß, dass hier direkt seit Matze aus Stralsund, der hat letztes Jahr 6,8 Tonnen im Durchschnitt, glaube ich, geerntet. Sogar 8 Tonnen, glaube ich, auf dem besten Stück. Ah, die standen aber auch die Erbsen, die hättet ihr mal sehen müssen. Also die Erbse hat ja verdammt gutes Potenzial. Und vielleicht ist die Erbse ja auch ein direkt seit liebender Typ, weiß ich jetzt nicht.
Schwer sind ja Erbsen auf jeden Fall. So, dann nehme ich mal gleich eine Probe. So, ich zeige euch das mal, wie es hinter mir jetzt aussieht. Also seht ihr, schön sauber. Also muss man auch wieder Lob an New Holland. Sauber dreschen können die wirklich. Wir haben hier noch ein paar halbe drin. Wir werden nochmal mit dem Korb weiter auseinander gehen. Nochmal mit der Rotorgeschwindigkeit weiter runter. Und dann sehen wir weiter. So, dann messen wir mal gleich. Parallel können wir ja mal den hier entleeren. 14,9. 14,5 wollen wir haben, aber ich denke mal, das geht klar. Wenn wir die gereinigt sind, haben wir noch ein bisschen weniger Grünanteil drin. So, also 14,9. Denke ich mal, damit können wir erstmal leben. Dann gucken wir mal, was bei Detlef auf der Waage steht. Dann muss ich mal gucken hier. Ich habe ja den Niersensor drin. Die Jungs haben mir ja meine Seiten ein bisschen umgebaut. Ich habe gerade aktuell keine Tonnen drin. Was wir haben. Dann haben wir. Wie schwer? Und 1,4 Tonnen sind jetzt auf 0,7 Hektar. So, ich bin jetzt hier in der dritten Runde am Vorgewinde. Wir sind jetzt bei 1,1 Tonnen im Durchschnitt. Also der Rand haut uns sehr rein. Also da ernten wir noch weniger statt wenig, beziehungsweise hat. Und dann sind hier so Zonen mit, ja, wo sehr viel Wildschaden tatsächlich war. Da haben wir dann auch keine Pflanzen. Beste Zone war 3 Tonnen auf dem Hektar, obwohl trotzdem sehr dünn war. Ja, ich lerne daraus einfach, dass die Erbsen nicht zwangsläufig ganz viele Pflanzen auf dem Quadratmeter brauchen, um Ertrag zu bilden, sondern hauptsächlich Wasser. Und dann dürfen die auch tatsächlich ein bisschen dünner stehen. Aber sie müssen natürlich gleichmäßig stehen. Also hier und da fällt doch auf, sehr schlechter Feldaufgang. Hier hat ja die Nova gedrillt und in der dritten Spur, wo es dann am Ende ein bisschen mehr überlappt, so am Vorgewinde, wo es dann ein bisschen dichter steht, da steht es dann auch ein bisschen besser. Da ist der Trag dann auch ein bisschen besser. Ich habe jetzt das Sieb unten noch mal ein bisschen weiter aufgemacht. Wir reinigen ja so oder so nach. Kann es halt auch ein bisschen dreckiger sein, Hauptsache keine Verluste. Meine weitere Strategie hier für das Stück ist jetzt tatsächlich, morgen erstmal den Rand mulchen, sauber mulchen. Ich denke, wir werden das hier nicht fertig kriegen. Da ist schon wieder ein Gewitter im Anzug, aber im Anzug. Richtig, richtig schick von Lagerfeld. Wird da richtig dunkel da. Also es gibt heute noch richtig satt Regen. Ich wollte eigentlich das Material für Saatgut verwenden und Selbstvermehrung machen und dann halt eine Vermehrungslizenz bezahlen an den Züchter sozusagen, wem die Sorte hier gehört. Aber ich weiß nicht, wir haben da noch ein paar grüne Erbsen drin.
Die sieht man so gar nicht da, aber ich würde sagen, so 3-4% sind grüne Erbsen, die wir da noch drin haben. Für Futtermittel gar kein Problem, für Saatgutqualität muss man sehen. Fährt da rein. Also deswegen, wir reinigen das erstmal, dann gucke ich mal, wie das Ganze aussieht. Und vielleicht machen wir dann halb-halb. Dann würde ich im Frühjahr nochmal erst mal eine Keimprobe machen lassen. Also ich schicke dann Saatgut ein, beziehungsweise Ware ein und lasse dann halt eine Keimprobe ermitteln. Erstmal 1000 Korngewicht und Keimfähigkeit, sodass man am Ende auch weiß, alles klar, wenn ich 80 Pflanzen meinetwegen auf dem Quadratmeter haben möchte oder 40, wie viel muss ich dann tatsächlich drillen? Oh, da lag tatsächlich ein Stein oben drauf. Da muss man jetzt echt ein bisschen aufpassen. Teilweise ist von den Wildschweinen so ein bisschen, sind die Steine oben rauf gewühlt, raufgelegt. Hatte da schon eben einmal richtig Glück. Ein Kopf großer ist drauf auf dem Tisch liegen geblieben. Muss ich mal gucken, da hinten ist ja noch ein 4 Hektar Stück. Das sind ja 9 und 4 Hektar. Das sieht von außen ganz sauber aus. Vielleicht nehme ich das für Saatgut, weil die Saatgutkosten sind richtig teuer. Das ist wirklich immens, was man da sparen kann. Und ja, wenn wir jetzt hier aktuell eine Tonne auf dem Hektar ernten, dann entspräche das gerade mal den Saatgutkosten. Ja? Aktuell gibt es 275 Euro auf dem Hektar, pro Tonne. Am Markt, wenn man jetzt verkaufen würde. Und ja, um den Dreh ist man so bei 240 Euro pro Hektar Saatgutkosten. Deswegen ist es da entscheidend, da schon mal die Kosten erheblich runter zu drücken. Ja, nächstes Jahr will ich die halt in Förderung anbauen. Das heißt, es gibt ein Programm von der EU, wenn man wenigstens 10% von seinen Ackerflächen mit Leguminosen, großkörnige Leguminosen machen, das heißt Erbse, Ackerbohne, Soja, zum Beispiel Lupine, dann bekommt man 110 Euro auf dem Hektar für den gesamten Betrieb. Und ja, nur so rechnet sich das letztendlich, weil sonst würden wir hier keinen Cent verdienen. Also dieses Jahr ist es ohne Förderung, dieses Jahr verdiene ich hier keinen Cent, zahle eher noch drauf. Aber man muss ja auch ein bisschen lernen, Kultur kennenlernen, gucken, was macht man besser. Also gerade hier so die Herbizidstrategie überdenken, dicker drillen, vielleicht warten, dass es doch ein bisschen wärmer ist. Und dann sehen, ne? Sehen wir mal. Schauen wir mal, was wird. So. Aber ja, letztendlich muss man, wenn wir im ersten Jahr Sonnenblumen betrachten, da waren wir bei, boah, ich weiß das gar nicht mehr, 1,5 Tonnen auf dem Hektar. Und nun arbeiten wir zwischen 3 und 4 Tonnen auf dem Hektar. Man muss eine Kultur kennenlernen, Potenziale sehen, was mag eine Kultur, was mag die gar nicht. Wie kriegt man das pflanzenbautechnisch ganz gut hin? Und dann kann man natürlich weitersehen. Wir haben hier natürlich noch Unterfußdünger, PK-Dünger gegeben. Gut, der ist jetzt nicht verloren. Generell hat dieser Acker hier einen sehr schlechten Gehalt an Phosphor und Kali, was wir hier über Jahre versuchen schon aufzudüngen. Aber alles mit einmal zu machen, ist man natürlich auch Unmengen an Geld los. Das geht natürlich nicht. Deswegen muss man das Stück für Stück versuchen, immer anzugleichen. Wird natürlich mit der neuen Düngeverordnung immer, immer schwieriger. Klar, es ist möglich, aber schwieriger. Was wir hier noch so ein bisschen haben, wir haben hier Weißklee drin. Ich habe vor 2 Jahren Weißklee in der Zwischenfrucht gehabt und ich habe das schon mal gesagt, den Weißklee, der geht raus. Den bekommt man verrückterweise teilweise ganz schwer weg, in Direktsaat, fluglos. Da muss man wirklich immer volle Aufwandmengen mit allen Mitteln fahren, sehr teuer. Und ob er das dann einbringt, das bisschen Stickstoff, was der Weißklee da bindet. Perserklee hatte ich dieses Jahr drin, der friert ganz gut ab, aber teilweise nicht hundertprozentig. So, ich fahre jetzt hier auch ein bisschen langsamer, damit wenn doch ein Stein kommt, dass ich den dann doch sehe.
Habe ich sie noch ein bisschen weiter aufgemacht. Also ist schon wirklich sauber, was da drin ankommt. Meine Schotenteile wollen wir jetzt nicht da drin haben, aber. Weil das Schöne ist, bei Erbse kann man natürlich super viel mit Wind machen. Was natürlich auffällt, wenn so minimale Bodenwellen sind, dann hat man doch mal ein bisschen Erde, der aufschiebt. Also da werden wir auch ein bisschen dran arbeiten, dass das wirklich richtig schön flach ist. Ja, vielleicht in Zukunft, in 5 Jahren oder so, beim nächsten Mähdrescher, der mal mit einem Draper-Schneidwerk ist, glaube ich, ein absolutes Muss irgendwann, wenn man wirklich Erbsen im größeren Stil anbaut. Ist das, glaube ich, ganz wichtig. Das hier total verrückt. Diese einzelnen Pflanzen, also das, was ihr hier gerade seht, das ist so dünn und das sind hier 2 Tonnen auf dem Hektar. Da mag man gar nicht glauben und sagen, ja, für 2 Tonnen auf dem Hektar muss der Bestand doch besser aussehen. Gerade mit dem Hinblick, dass nicht weit von hier der Erbsenbestand war, wo ich gedacht habe, oh, der sieht aber echt gut aus und dann erntet er nur 1,2 Tonnen und sagt, ja, war nichts drin in den Schoten. Gerade mit dem Hinblick hier, das hier anzugucken und sagen, hier stehen 2 Tonnen auf dem Hektar, das ist verrückt. Das ist wirklich, wirklich verrückt. Interessant wäre das wirklich noch, wenn man das hier in Verbindung, glaube ich, mit Hafer einbringt und sagt, ja, in den Zonen, wo denn die Erbse schlecht steht, performt.